Bonsoir. Das Thema diese Woche ist, verändertest du den Charakter? Und irgendwie habe ich das Gefühl, auch dazu habe ich schon mal etwas gesagt, aber egal. Und tatsächlich ist es wieder nachts oder abends. Und ja, aber es wird ja jetzt auch schon so früh dunkel. Und deswegen muss ich schon wieder so ein Video machen. Ich hoffe, ihr könnt es mir nochmal verzeihen. Ja, zum Thema. Eigentlich kann ich da gar nicht jetzt ein großartig langes Video zu machen, weil ich eine einfache Antwort darauf habe. Nein, Testo verändert nicht den Charakter. Zumindest nicht in eine negative Richtung, denke ich. Ich weiß, dass viele im Vorfeld so Bedenken haben, dass Testo einen aggressiver macht und oder überhaupt allgemein in eine negative Richtung verändert, und deswegen haben einige davor so ein bisschen Angst. Also ich gehörte auch dazu, dass ich da so ein bisschen dran geglaubt habe, dass ich durch Testo irgendwie, keine Ahnung, komplett anders werde oder wenigstens etwas anders, aggressiver, eben sowas, dachte ich auch. Oder hatte ich zumindest, wie gesagt, die Befürchtung. Aber es ist eigentlich Quatsch, weil gut, man bekommt mehr Testosteron und man hat dann mehr Testosteron als vorher im Körper. Aber das ist jetzt nicht so eine Menge oder Masse, dass man davon irgendwie durchdrehen könnte. Ich denke, sowas ist eigentlich, weiß ich nicht, sowas schlummert schon vorher in einem. Oder liegt vorher schon in seinem Verhaltensmuster, dass man zum Beispiel aufbrausend ist oder sich schnell reizen lässt und schnell aggressiv wird. Das wird nicht einfach so dadurch kommen, dass man eine Testosteronspritze bekommt oder mehrere, denke ich. Vielleicht gibt es auch einzelne Fälle, wo es so ist. Sicherlich. Ausnahmen bestätigen ja die Regel, aber ich glaube nicht, dass es bei vielen so ist. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Also aus meinem Bekanntenkreis oder den Leuten, die ich so kenne, den FTMs. Weil Testo eigentlich eher die positiven Seiten aus einem rausholt, psychischen. Man ist eben ausgeglichener, selbstbewusster, fröhlicher, glücklicher. Also ich kann eigentlich ja nur von mir sprechen, aber obwohl ja, bei den meisten anderen ist es dann eigentlich auch so. Ja, das war es eigentlich schon. Also zusammengefasst kann ich nur sagen, ich glaube nicht, dass. Also, obwohl, wenn die Grundfrage ist, verändert hast du den Charakter? Ja, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird man glücklicher und zufriedener und selbstbewusster. Deswegen ist es ja eigentlich eine gute Sache. Und wenn man die Sorge eben hat, dass man, oder habe ich auch schon öfter gehört oder gelesen, dass Partner oder Partnerin da so ein bisschen Angst haben, wenn der Freund ein Testo bekommt, dass der sich verändert in eine Richtung oder überhaupt allgemein verändert und dass es dann eben nicht mehr passt. Ja, also ich denke, dass die Sorge da eigentlich ziemlich gering sein sollte. Und wenn es dann tatsächlich so sein sollte, ja, ich weiß nicht, da muss man dann sehen, ob man da so aufeinander wiederkommen kann, weil es geht eigentlich für die meisten von uns nun mal nicht anders, als diesen Weg zu gehen durch Hormone. Und eigentlich macht es uns glücklich. Und wenn da so ein bisschen negative Seiten sein sollten, was ich denke, was eher nur anfangs ist, oder wenn man falsch eingestellt ist, dass man das zusammen auch schaffen kann. Eben mit Respekt und Hinsicht auf den Partner, aber auch von seiner Seite natürlich aus. Ja, also, wenn da wirklich was in negative Richtung geht, würde ich immer meine Werte checken lassen und das mit meinem Endokrinologen besprechen, wenn ich in dieser Situation wäre, weil ich denke, dass dann einfach irgendwie so die Hormone nicht ganz richtig im Gleichgewicht sind und stimmen und die Werte eben, ja. Gut, okay, das war mein Wort zum Donnerstagabend. Ich habe es tatsächlich doch wieder vorgedreht, aber nur, weil ich morgen keins drehen kann, weil ich erst arbeite, ausnahmsweise, und danach nach Berlin fahre übers Wochenende, um den guten Samuel glorreich zu verabschieden. Ja, bis nächsten Freitag. Habt ein wundervolles Wochenende und kommt gut in die neue Woche. Bis dann. Tschüss.